Hallo Internet, wir haben den 20.03.24 und ich habe witzigerweise, muss ich schon sagen, heute Morgen auf GameX gelesen, es gibt jetzt eine neue Verhandlung wegen der bewiesenen Korruption in Millionenhöhe eines Staatsanwaltes in Frankfurt. Und wie ich dann runter zum Einkaufen gehe, kriege ich doch einen Brief von der Oberstaatsanwältin. Und da habe ich gedacht, das machen wir jetzt auch noch mal öffentlich. Es langt hier mit dem Kinderzirkus und mit der Verarscherei in Frankfurt. Und eigentlich müssten die ganzen Staatsanwälte ausgetauscht werden und die Polizeistationen müssten auch mal neu durchgemischt und aufgeteilt werden, weil das, was hier abläuft, ist untragbar. So, und zwar geht es darum, ich hatte am 3.6.22 den Oberbürgermeister Peter Feldmann angezeigt wegen unterlassener Hilfeleistung an meiner obdachlosen dementen Schwester, weil er auf keine meiner unzähligen Mails geantwortet hat. Selbstverständlich erwarte ich nicht, dass bei mir das Telefon klingelt und ich einen Feldmann höre oder einen Mike Josefs oder eine Eskandari Grünberg sich bei mir meldet. Aber Sozialdezernentin Feutel hatte damals auch ihren persönlichen Referenten anrufen lassen oder irgendeinen Sachbearbeiter. Da gibt es ja eine Chain of Command, dass sich irgendjemand meldet und die Sache mit mir zeitnah in 2020, 2021 geklärt hätte. Es ist nicht gewollt. So. Und dann hatte mir Minister Klose, der hat ja auch gesagt, er hätte damit nichts zu tun, obwohl er für Jugend, Soziales und Gesundheit oder irgend sowas verantwortlich ist, noch Familie und Behinderte. Also der war für alles verantwortlich, was meine Schwester betroffen hat, aber da die obdachlos war, hat er halt weggeguckt. Er hat mir aber einen Tipp gegeben und hat gesagt, verantwortlich für alles in Frankfurt ist Peter Feldmann. Und da habe ich zurückgeschrieben, sind Sie sicher? Und dann hat mir die Sekretärin wieder geschrieben und hat gesagt, ja, er ist als der Oberbürgermeister ist für die Dezernate in Frankfurt verantwortlich. Und dann habe ich das gegoogelt und das stimmt auch so. Und das Jugend- und Sozialdezernat, wo ja die Elke Feudel verantwortlich war, da gehört das Amt für Wohnungslose dazu. Und zu welchem Dezernat der sozialpsychiatrische Dienst gehört, weiß ich nicht. Das Betreuungsamt weiß ich nicht. Betreuungsbehörde heißt es, glaube ich. Also jedenfalls, all diese von der Stadt Frankfurt bezahlten Leute, die mir hätten helfen können, haben sich nicht gemeldet, haben immer gesagt, sie können damit nichts zu tun haben, wenn ich mich dort kundig gemacht habe. Man kann da nichts machen. Ich frage mich, wozu wir die überhaupt bezahlen. Die haben ja einen Poppes im Warmen. Datteln den ganzen Tag höchstwahrscheinlich auf Facebook rum oder so und machen sich einen Lenz, während da draußen die Leute verrecken. So, und daraufhin habe ich mir dann gedacht, okay, für diesen ganzen Mist in Frankfurt ist ja laut Klose der Peter Feldmann verantwortlich, zeigst du den mal an. So, was ich mir sonst noch gedacht habe, das lese ich euch gleich vor, was jetzt kommt, ist aber auf alle Fälle ein interessanter Schriftverkehr. Zwei Sachen muss man wissen. Wenn du generell jemanden anzeigst, in dem Bereich passiert Folgendes: Die kriegen Schiss und sie hören auf und schmeißen ihren Posten weg. Der Klose ist kurz darauf gegangen, der Leiter der des Landesverbands Hessen ist stiften gegangen, der Leiter von Weser 5 hat die Fliege gemacht, alles nachdem ich den mit Anzeige gedroht habe, was ein sehr starker Indikator dafür ist, dass ich recht habe hier mit meinen Vermutungen. Und was man noch wissen muss: Also die einen kündigen, verschwinden, genauso wie der Betreuer, der ja nach meiner Anzeige verschwunden ist, die zweite Betreuerin, die nach meiner Anzeige gegen sie verschwunden ist. Also ich nenne das immer mal Modell Flunder, du zeigst die an, flapp, flapp, die machen sich unsichtbar, schütten Sand über ihr Haupt und tun so, als ob sie nie damit was zu tun gehabt hätten und verschwinden. Tauchen dann wahrscheinlich in befreundeten Organisationen wieder auf. Wie gesagt, das Ganze ist alles für mich Multilevel-Marketing. Das kennt man aus dem Sales, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Das andere, was man wissen muss, ist, wenn du praktisch das Gefühl hast, Staatsanwälte oder Richter oder so haben Dreck am Stecken und du hast recht mit deinen Anzeigen, dann passiert was, was ich jetzt schon mehrmals beobachtet habe.
Die wechseln das Aktenzeichen. Das ist natürlich so, das heißt, wenn jetzt einer ein Aktenzeichen hat, guckt da rein, dann sind da vielleicht nur 5 Mails und er denkt, oh, das hat keine Wertigkeit. Dass da zum selben Vorgang 3, 4 verschiedene Aktenzeichen auch noch mit verschiedenen Staatsanwälten existieren, das heißt, nicht einer macht das von A bis Z zu Ende, die wechseln permanent. Ich habe mittlerweile bestimmt über 20, 25 Staatsanwälte, mit denen ich wegen meinen Anzeigen geschrieben habe. Dieser Fall hier hat mindestens 3, glaube ich. Also ich führe da keine Strichliste, aber hier wurden auch 3 der 4 Mal die Aktenzeichen gewechselt. Das muss man einfach mal wissen. Falls ihr selbst mal in die Bredouille kommt, achtet mal auf sowas. Das ist so, ich sage jetzt mal, Insiderwissen, das weiß nicht jeder. Okay. So, also das heißt, 3.6.22 zeige ich den OB Peter Feldmann an und das ist auch berechtigt, weil er sozusagen der Verantwortliche für die Dezernate ist, wo das Jugend- und Sozialamt runterfällt, bla 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 bla. Also es hat einen Grund gehabt. Ich nehme mir nicht irgendeinen und zeige den an, weil mir langweilig zu Hause ist, sondern das war der Grund. Peter Feldmann ist in seiner Funktion als Bürgermeister dafür verantwortlich. Und alles Weitere kommt im Schriftverkehr. So, am 26.07.22, ich glaube, zu der Zeit stand der OB Peter Feldmann permanent wegen dem AWO-Skandal vor Gericht. Da kann sogar das Gerichtsverfahren gelaufen sein. Also das heißt, wenn das damals an die Öffentlichkeit gekommen wäre, meine Anzeige und ein paar Journalisten hätten recherchiert, hier geht es ja um Millionen von Geldern, die einfach versumpfen in Frankfurt, während die für Obdachlosenhilfe gezahlt werden, während die Obdachlosen versterben und gar nichts davon haben und ausgebeutet werden, bis aufs Blut. Schlimmer wie in jedem Arbeitslager, muss man ganz einfach sagen. Medizinische Hilfe wird denen vorenthalten und. Guckt euch die anderen 200 Videos auf dem Kanal an, dann wisst ihr, worüber ich rede. So, das heißt, damit das nicht an die Presse kommt, hat der Amtsanwalt E. meine Anzeige umgeschrieben und schreibt hier auf die Strafanzeige von Anna Fröhlich in Frankfurt vom 3.6.22, er bestätigt also den Eingang, gegen unbekannt, wegen des Vorwurfs der unterlassenen Hilfeleistung wird die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Dem angezeigten Sachverhalt kann kein strafrechtlich relevantes Handeln oder Unterlassen einer bestimmten Person oder Institution entnommen werden. Ja, natürlich nicht. Was willst du auch tun bei einer Anzeige gegen Unbekannt? Gar nichts. Eine Anzeige gegen Unbekannt macht man, wenn dir dein Fahrrad gestohlen wird und du musst das bei der Versicherung belegen, aber doch nicht im Fall von meiner Schwester, wo ich mir ja was dabei gedacht habe. Gut, dann habe ich weiß jetzt nicht genau wann, 22, 23, das lag hier erstmal rum, weil mir gar nicht die Brisanz bewusst war. Irgendwann habe ich mal meine Akten gemacht und da habe ich gedacht, hä, ich habe noch nie in meinem Leben eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Dann habe ich dort angerufen, habe mit einer Oberstaatsanwältin Z gesprochen, die zu dem Zeitpunkt, das muss Januar 23 gewesen sein, und leider habe ich das verpeilt, mir schon mal geschrieben hatte, aber wegen dem Austausch der Betreuer. Und da hat sie über mich eine Viertelseite geschrieben, dass ich doch von allem keinen Plan habe und ich weiß, wie Betreuung funktioniert und so. Und ist mit keinem Wort drauf eingegangen, auf die Missstände und ob die Betreuer da vielleicht Schuld haben könnten oder so. Und als ich mit ihr telefoniert hatte, wie gesagt, das muss Januar 23 gewesen sein, war mir das leider nicht klar, dass ich von der so um die Zeit ein Schreiben erhalten hatte. Sonst hätte ich sie da auch gleich noch drauf angesprochen. Aber ich hatte die jetzt wegen dem Peter Feldmann dran. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich gesagt, ich möchte gerne, hier steht hier Anzeige gegen Unbekannt, ich möchte gerne eine Kopie meiner Anzeige haben. Und dann hat sie gesagt, die kriegen sie nicht, da müssen sie einen Rechtsanwalt einschalten. Da habe ich gesagt, das ist meine Anzeige, hätte ich gerne eine Kopie, bekommst du nicht. So, das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob sie da im Recht ist oder nicht.
Sie hat nicht dazu beigetragen, weil wenn das eine Anzeige gegen unbekannt gewesen wäre, hätte sie mir meine Anzeige vorlegen müssen. Konnte sie nicht. Und dann hat sie noch gesagt, die Anzeigen, ich gucke mal im System nach, die sind bereits im System, die sind bereits im Archiv. Da kommt man so nicht einfach dran. Ja, dann habe ich mir vorgestellt, dass die in irgendeinem Kellergeschoss in irgendeiner Burg eingegraben worden sind oder so. Scheinbar sind sie bei der Staatsanwaltschaft noch nicht digitalisiert. So ein Mist musstet ihr dann anhören. Okay, so. Damit war das für mich erstmal erledigt. Dann hat es mich irgendwann geärgert und dann habe ich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich glaube, dann habe ich, ich weiß es jetzt nicht, jedenfalls habe ich ich kann es euch nicht sagen, ob ich Anzeige gestellt habe oder nicht. Oder ob das nur eine Nachfrage gewesen ist. Jedenfalls, irgendwas muss ich gemacht haben, sonst hätte ich ja das Antwortschreiben nicht gekriegt. So, jedenfalls muss ich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, fragt mich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich muss wieder eine Mail geschickt haben und ich habe nachgefragt, weil ich habe nicht vor, das liegen zu lassen, wenn da auch zwischendurch mal längere Pausen sind. Und da kriege ich von der Staatsanwaltschaft Frankfurt mit einem anderen Aktenzeichen am 4. Januar folgende kurze Mail. Sehr geehrte Frau Anna Fröhlich, in obiger Sache wird mitgeteilt, dass hiesigem Verfahren keine Strafanzeige gegen den Peter Feldmann handelt. Den genauen Inhalt Ihrer Strafanzeige kann ich Ihnen derzeit nicht wiedergeben, da sich die Akten im Hinblick auf weitere Ermittlungen bezüglich Ihrer Strafanzeige beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main befinden. Das alles ist gelogen. Sie lügt mich an, sie sagt, es gibt keine Strafanzeige gegen OB Peter Feldmann. Doch. Außerdem lässt sie auch OB hier weg. Sie müsste ja Ex-OB hinschreiben, das tut sie nicht. Gerade wo die Staatsanwaltschaft, der sonst immer so viel Wert drauf legt, auf Doktor, also auf diese ganzen Titel, lässt sie hier weg, um einem Dritten den Anschein zu erwecken, das ist Hänschen Müller. Habe ich euch schon mal gesagt, wenn es gegen mich geht, da wird immer alles Negative rausgeholt. Und wenn es gegen die Leute geht, die ich anzeige, so wie der Arzt, der plötzlich Doktor wurde, obwohl er keiner ist, hier lassen sie jetzt den OB weg, damit es keine Aufmerksamkeit erregt. So, also sie lügt. Sie sagt, dem Verfahren ist keine Strafanzeige gegen Peter Feldmann anhängig. Das ist gelogen. Dann sagt sie aber, weil ich wollte ja damals wissen, ja, wenn es eine Anzeige gegen Unbekannt ist, dann sagen Sie doch mal, was ich da geschrieben habe. Den genauen Inhalt Ihrer Strafanzeige kann ich Ihnen derzeit nicht wiedergeben, da sich die Akten, die müssen Sie jetzt aus dem Kellerverlies wieder hochgeholt haben, da sich die Akten im Hinblick auf weitere Ermittlungen, was denn für weitere Ermittlungen, wenn es überhaupt keine Strafanzeige gab gegen Peter Feldmann, bezüglich Ihrer Strafanzeige beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main befinden. So, also das ist eine Wanderakte. Dann habe ich mir gedacht, Mäuschen, das werden wir sehen. Staatsanwältin hat unterschrieben, Staatsanwältin B. Mit der hatte ich, da habe ich noch andere Urteile von der vorliegen. Aber das soll ja alles nicht so weit führen. Heute bleiben wir bei OB Peter Feldmann. So. Also schreibe ich ihr zurück am selben Tag. Sehr geehrte Frau B. Titel lasse ich weg, weil wir haben ja gesehen, scheint nicht so wichtig zu sein beim Gericht. Doch, ich weiß ja, wen ich angezeigt habe. Peter Feldmann.
Ich habe niemals eine Anzeige gegen unbekannt gestellt. Das wäre auch nicht zielführend gewesen. Wenn meine Akten beim Polizeipräsidium liegen, bitte ich Sie, telefonisch diesen Sachverhalt zeitnah zu klären. Mit freundlichen Grüßen, Anna Fröhlich. So, und dann ein bisschen später habe ich gedacht, das musst du nochmal ausführen. Habe ich am selben Tag nochmal geschrieben, sehr geehrte Frau B., ein kleiner Nachtrag. Bitte teilen Sie mir mit, um welches Aktenzeichen es sich unter der, das war jetzt nämlich wieder Neues, handelt. Und was UJET sowie PZ bedeutet. Das sind immer diese Codes, die haben, das steht für irgendwas. Hat sie mir natürlich nicht erklärt. Ich beziehe mich auf das Aktenzeichen sowieso, weil ich wollte jetzt keine Missverständnisse aufkommen lassen, weil der Peter Feldmann hat ja ein ursprüngliches Aktenzeichen. Ich wollte nicht, dass wir jetzt zufälligerweise vielleicht über zwei verschiedene Anzeigen reden. Deswegen war mir das wichtig, das nochmal zu klarifizieren. Ich beziehe mich auf das Aktenzeichen sowieso, in dem Amtsanwalt E. unberechtigt meine Anzeige gegen den damaligen OB Peter Feldmann umgeschrieben hat, indem er behauptete, ich hätte eine Anzeige gegen unbekannt gestellt. So eine Anzeige habe ich noch nie im Zusammenhang mit meiner Schwester gestellt. Das wäre wohl auch nicht zielführend gewesen. Es besteht also der dringende Tatverdacht der Rechtsbeugung, eventuell Vorteilsnahme im Amt. Im Übrigen habe ich Herrn Amtsanwalt E. selber die Möglichkeit gegeben, die Sache klarzustellen, indem ich nachgefragt hatte, ob es vielleicht ein Missverständnis war. Er hat sich nicht bei mir gemeldet, was ja in sich selber ein Schuldeingeständnis ist. Ja, was ich damals gemacht habe, ich habe sogar angerufen, ich habe mit der Sachbearbeiterin VA telefoniert. Die hatte mir dann schon gesagt, sie findet die Akten nicht, die werden wohl im System. Und ich soll nochmal anrufen, und als ich dann nochmal angerufen hatte, da ist es dann direkt an die Oberstaatsanwältin Z, von der ich vorhin erzählt hatte, weitergeleitet worden. Herrn E. habe ich bis zum heutigen Tag nicht gesprochen. Und deswegen hatte ich ihm dann geschrieben, weil man muss, ich bin ja fair, ich will ja überhaupt gar keinen in die Pfanne hauen, ich will nur, dass meiner Schwester endlich geholfen wird. Ich habe ihn angeschrieben, das kopiere ich jetzt nicht rein, weil das müsste ich suchen, und habe gesagt, sehr geehrter Herr Amtsanwalt E., das ist das Problem. Bitte teilen Sie mit, ob es sich um Missverständnis handelt. Vielleicht haben Sie ja damals zwei Akten vertauscht. Ich meine, Anwälte sind ja auch, oder Staatsanwälte sind ja auch nur Menschen, wenn du viel zu tun hast. Also ich habe ihn sogar noch die Steigbügel hingehalten, damit er aus der Misere rauskommt. Das Schwänzchen hat er eingezogen, hat sich verdrückt und hat sich versteckt hinter anderen Staatsanwälten. Der weiß warum. So. Ein Telefonat mit Frau M. verlief im Sande. Mir wurde mitgeteilt, die Akten wären bereits im Archiv. Und Sie sagen mir jetzt, die sind im Polizeipräsidium? Sehr seltsam. Und das ist es. Die kriegen langsam die Panik. Jeder schreibt was anderes. Sehr interessant. Ich bestehe also darauf, dass Sie zeitnah klären. Immerhin ist alles digitalisiert und es gibt Telefon. Um welche Anzeige es sich handelt, die hier umgeschrieben wurde, wenn es nicht die Anzeige gegen Peter Feldmann sein soll. Ich bestehe darauf, dass es die Anzeige gegen Peter Feldmann war, wenn es die Sache erleichtert. Und voranbringt, stelle ich hiermit Strafanzeige gegen Amtsanwalt E. wegen Rechtsbeugung im Amt und eventuelle Vorteilsnahme, um die Interessen von OB Peter Feldmann zu wahren. Ich beziehe mich ganz klar auf das Aktenzeichen sowieso, das Schreiben von Herrn Amtsanwalt E. mit freundlichen Grüßen. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, euch zeige ich es hier. Die wollen mich verarschen, also. So, und daraufhin bekomme ich heute
20.03. folgenden Brief. Auf die Strafanzeige, also gegen den Amtsanwalt jetzt. Der Anna Fröhlich vom 4.01. gegen Amtsanwalt E. wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung. Guckt mal, Vorteilsnahme im Amt haben sie wieder unter den Tisch fallen lassen. Das machen sie ja regelmäßig mit meinen Anzeigen, dass sie sich immer nur eine Sache raussuchen. So wird erwartungsgemäß die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Ach, und das hatte auch wieder ein anderes Aktenzeichen. Die Anzeigenerstatterin ist der Auffassung, dass der Beanzeigte eine Rechtsbeugung begangen hat, indem er ihre Strafanzeige gegen Peter Feldmann, und hier Bingo, jetzt bestätigt sie nämlich, dass es diese Strafanzeige gibt, vom 3.6.22 in eine Strafanzeige gegen Unbekannt umgeschrieben habe. Genau. Die Strafanzeige wurde unter dem Aktenzeichen sowieso erfasst und der Anzeigenerstatterin wurde mit Bescheid vom 26.07.22 mitgeteilt, dass dem angezeigten Sachverhalt kein strafrechtlich relevantes Handeln oder Unterlassen einer bestimmten Person zu entnehmen ist. Die Akte sowieso wurde beigezogen und durchgesehen, also jetzt von der Staatsanwältin. Ein straflich relevantes Verhalten von Amtsanwalt E. oder anderen Personen ist nicht ersichtlich. Also, wieder der Generalfreispruch, die machen alles richtig. Sie geht nicht auf die Umschreibung ein. Die Eintragung der Strafanzeige vom 3.6.22 wurde bereits so verfügt, dass kein JS-Verfahren, sondern ein AR-Verfahren eingeleitet wird. Vielleicht kann man unten einer schreiben, was das bedeutet. Begründen die der Staatsanwalt bekannten Tatsachen keinen Anfangsverdacht, ist auch kein förmliches Ermittlungsverfahren einzuleiten. Aha, und dann kannst du umschreiben, ja? Dann sagst du halt, ach, das war Anzeige gegen Unbekannt. Du kannst ja auch nur dann einen Anfangsverdacht haben und indem du ermittelt, indem du sagst, und das ist ja das, was jeder von euch selber überprüfen kann. Fotos von 2020, wie meine Schwester aussieht, vielleicht kennt ihr jemanden, der in Frankfurt wohnt, soll unter die Flößerbrücke gehen, auf der Sachsenhäusner Seite, das Häufchen Elend, das unter einer Bauplane lebt, ist meine Schwester, wir haben 2024, hat sich daran was geändert. Nein, und wieso nicht? Weil keiner was macht. So, kann sich jeder davon überzeugen, das entsteht ja nicht einem Hirngespinst von mir, dass ich mir hier was zusammenfantasiere und meine, ich müsste hier meine Zeit mit schlecht geschnittenen Videos verbringen. Sondern schreibt sie ja, dies geschieht häufig bei Anzeigen, bei denen vielleicht Verdachtsmomentchen vorliegen, die jedoch bislang nicht stark genug sind, um einen Anfangsverdacht willkürfrei zu bejahen. Also so wie wenn ich sage, die Nachbarin parkt falsch. Es ist eine Frechheit, wie hier mit dem Leben von meiner Schwester umgegangen wird. Nach Durchsicht der Unterlagen ist Amtsanwalt zu der Entscheidung gekommen, dass kein Anfangsverdacht vorliegt. So, das wundert mich aber, weil ich hatte ja auch Galeriebilder beigelegt und die haben einen ganzen Aktenschrank mit meinen Mails. Das hat mir nämlich die Staatsanwaltschaft bestätigt, da hätte er nur mal reingucken müssen. Da sind Dutzende Bilder drin, die ich jedes Jahr geschickt habe. Wir sind über einen Anfangsverdacht seit Ende 2020 weit, weit, weit hinaus. Und was wir hier erleben, ist ein Sumpf, ein möglicher Korruptionssumpf in Frankfurt, wo der eine dem anderen einen Freispruch schreibt, sich keiner die Mühe macht, wie es meiner Schwester geht, wo ich weiter belastet werde mit diesem ganzen Mist, indem ich mir dann so ein Papier, so einen Brief auch noch durchlesen muss und die schämen sich nicht.
Und dann schreibt sie noch hin, diese Entscheidung ist nach Durchsicht der Akte auch rechtsfehlerfrei ergangen. Die Aufnahme von Ermittlungen war aus diesen Gründen abzulehnen. Also es wird nie ermittelt. Ne? Die Arme kann ja da verrecken unter ihrer Flößerbrücke. Das ist eine behinderte Person. Behinderte Menschen haben Rechte. Das ist eine Rentnerin. Rentner haben Rechte. Das ist eine Familienangehörige. Uns wird eine Familienzusammenführung verweigert, wo das doch immer so wichtig ist, dass Leute aus anderen Ländern mit ihrer Familie zusammenkommen. Aber hier scheinbar nicht, wenn es sich um Deutsche handelt. So, und jetzt lese ich euch vor, was ich heute geschrieben habe. Auf diesen unsäglichen Brief, Widerspruch, habe ein paar Bilder beigehängt und das machen wir jetzt als Podcast. So, das Schreiben besteht aus zwei Teilen. Einmal, wo ich kurz Sachen zusammenfasse und dann im Prinzip, wo ich direkt auf ihr Schreiben antworte. Also wer keine Zeit hat, muss dann vorspringen auf den zweiten Teil. Frau Dr. T., Oberstaatsanwältin. Sie stehen mit ihrem Namen und ihrer Position für Rechtsprechung in Frankfurt. Deshalb finde ich ihr Schreiben etwas befremdlich. Vor allem, da es hier um massive Misshandlungsvorwürfe mit Todesfolge an Obdachlosen in Frankfurt geht, die ich damals gegen OB Peter Feldmann und heute gegen OB Mike Josef und Bürgermeisterin Eskandari Grünberg aufgedeckt habe. Hintergrund der Anzeige ist die Tatsache, dass der damalige OB Peter Feldmann, um den es konkret in meiner Anzeige ging, beruflich als OB für die verschiedenen Dezernate verantwortlich ist. Darunter gehört auch das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt, dem wiederum das Amt für Wohnungslose, der Sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Frankfurt, die Betreuungsbehörde der Stadt Frankfurt angehören. Konkret geht es um eine absolut hilflose Gruppe von Obdachlosen, zu der meine Schwester und auch Andreas S., der erfrorene Tote vom Penny Supermarkt und weitere gehören. Normale Menschen, die nichts mit dem Bahnhofsviertel zu tun haben, die keinen Alkohol oder Drogen konsumieren, Menschen, die durch einen persönlichen Schicksalsschlag oder durch Krankheit in eine psychische Krankheit gekommen sind und in der Folge obdachlos geworden sind. Diese Menschen können sich, genau wie jemand mit Down-Syndrom oder ein Kind, nicht mehr selbstständig helfen. Das bestätigen im Fall meiner Schwester sogar verschiedene Gutachter. Es gab jahrelang das Gesetz, dass Menschen, die ohne freien Willen sind, geholfen werden muss. Inwieweit das noch gültig ist, weiß ich nicht. Was sich also OB Peter Feldmann, OB Mike Josef und Bürgermeisterin Eskandari Grünberg sowie Sozial-, jetzt Gesundheitsdezernentin Elke Feudel vorwerfe, ist Folgendes. Erstens, OB Peter Feldmann, OB Mike Josef, Bürgermeisterin Eskandari Grünberg sind natürlich nicht persönlich verantwortlich für Frankfurter Einzelschicksale, aber beruflich. Daraus folgt, alle Genannten haben einen Amtseid geschworen, den sie absichtlich missbraucht haben und das ist strafbar. Drittens, obwohl ich seit 2020 auf diese Missstände hinweise, Akten liegen Ihnen vor, hat dies nicht zu einer internen Untersuchung mit Behebung der Missstände geführt. Im Gegenteil, OB Peter Feldmann, OB Mike Josef, Bürgermeisterin Eskandari Grünberg hüllen sich alle in Schweigen. Sozialdezernentin Feudel hat mich noch ausgelacht und mir geschrieben, ein Hanuta und eine Flasche Wasser werden bereitgestellt und zeigen, dass man sich kümmere. Und hat fleißig ins Kondolenzbüchlein geschrieben, als ein Mann in der Woche, wo ich sie persönlich informiert hatte, von der Müllabfuhr direkt vor den Türen von Weser 5 aufgespießt wurde. Ein anderer erfror vor den Türen der Winternothilfe der Frauen. Andreas S. erfror in der Nähe des Amtes für Wohnungslose auf dem Penny-Supermarkt und meine Schwester wird von allen jegliches Menschsein, jegliches Kälteempfinden, jeglicher Hunger, Durst und medikamentöse Hilfe abgesprochen. Siehe Anlage, Bilder. Viertens, die Bürgermeister sind beruflich verantwortlich für die genannten Dezernate und ihre Arbeitsweisen. Haben alle genannten, trotz meiner Hinweise auf die Missstände, Akten liegen ihnen vor, keine Anstrengung unternommen, um meine Schwester endlich unter Dach und Fach zu bringen, mit adäquater ärztlicher Versorgung, obwohl alle die Möglichkeit haben,
meiner Schwester einen Platz im betreuten Wohnen zu beschaffen, da die Diakonie Caritas Parität über ausreichende Zimmer bzw. Wohnungen verfügt. Fünftens. Es wurde von den Bürgermeistern kein Qualitätssicherungssystem in Frankfurt eingeführt, sondern man hat sich in Schweigen und Wegschauen geübt. Wenn hier obdachlose Menschen jegliche Hilfe versagt wird, obwohl 26 Millionen Euro in immer dieselben Kassen fließen. Im Gegenteil, Sozialdezernentin Feudel hat bei Dominik, einem schwerbehinderten Obdachlosen, der im Frankfurter Verein eine Obdachlosenunterkunft unterkommen wollte, nach 10 Tagen die Bezahlung eingestellt, ihn also absichtlich und wissentlich wieder in die Obdachlosigkeit entlassen. Das in sich selber ist strafbar, da Dominik ja im Ostpark wohnen bleiben wollte. Sechstens, ich habe auf Betrug hingewiesen. Es besteht der dringende Verdacht, dass unter der Ägide OB Peter Feldmann, weitergeführt von OB Mike Josef und Bürgermeisterin Eskandari Grünberg, wissentlich Gelder von Obdachlosen sowohl im Amt für Wohnungslose, wo es zu unrechtmäßigen Auszahlungen an Dritte kam, die nie bei den betreffenden Personen angekommen sind, sowie Wohnungen im Namen von Obdachlosen angemietet wurden, von denen die Betroffenen nichts wussten, die dann anderen zur Verfügung gestellt worden sind. Siebtens. Des Weiteren hat die enge Freundschaft von OB Peter Feldmann mit dem Vorsitzenden des Landesverbandes der Parität dazu geführt, dass die Parität nur eine von 3 Betreuern im Merkplatz der Stadt Frankfurt aufgeführt ist. Achtens. Es besteht ein schwerer Korruptionsverdacht zwischen den Betreuungsrichtern Dr. K., Frau V., die im Interesse der Parität seit 2020 verhindern, dass meiner Schwester geholfen wird, absichtlich Unwahrheiten in Betreuungsbeschlüsse schreiben, ohne Befragung der betroffenen Betreuer einsetzt, in Klammern, wie viele 100 Menschen betreuen die eigentlich jährlich, ohne dass sie sich den Aufgabenkreis durchlesen müssen, sich weigern, diese Betreuer trotz andauernder unterlassener Hilfeleistung auszutauschen, Betreuungsrichter, die wissen, dass die Betreuer ihr Geld einbehalten, siehe anlagefrauenrechte.de und im Januar bei minus 15 Grad laut wetterkontor.de über dem Erdboden, also da, wo meine Schwester am Mainufer unter einer Bauplane schlafen muss, siehe Anlage und vieles mehr. Neuntens, Drittanbieterverträge mit dem Frankfurter Verein Caritas Diakonie und anderen werden von den Bürgermeistern abgesegnet und unterschrieben. Warum macht die Stadt Frankfurt das? Die könnte ja selber diese Hilfeleistung erbringen. Die Stadt Frankfurt macht das, um viel Geld an diese Organisation auszahlen zu dürfen und um die Verantwortung an diese Drittleister abzugeben. Wenn diese also der Verantwortung nicht nachkommen, wäre ja hier zu prüfen, inwieweit die Diakonie zum Beispiel die Streetworker stellt, die bei Andreas S. und meiner Schwester bis heute wegschauen und keine Hilfe holen, überhaupt ihre vertraglich festgestellten Leistungen erfüllen und nachkommen. Und bei einem Todesfall hat die Stadt Frankfurt zu überprüfen, warum der Mensch gestorben ist und ob Drittanbieter wie die Caritas Diakonie dann noch tragbar sind, wenn sie Obdachlosen nicht helfen und dazu gehört, einen Krankenwagen rufen und mittelfristig Wohnraum zur Verfügung zu stellen. So sieht's doch hier aus. So. Und jetzt kommen wir praktisch zu Ihrem Schreiben. So, ich denke also schon, Frau Dr. T., dass hier ein Anfangsverdacht sowohl für Staatsanwalt E. als auch Sie geben wäre, wenn man unparteiisch und humanitär als Staatsanwalt, und Sie sind zu beruflicher Neutralität verpflichtet, gehandelt hätte. Stattdessen muten Sie mir Ihr Schreiben zu, darauf gehe ich jetzt gerne mal ein. Hintergrund. Ich hatte Herrn Staatsanwalt wegen Rechtsbeugung angezeigt, der meine Anzeige gegen OB Peter Feldmann in einer politisch wichtigen Zeit, er stand damals vor Gericht, unter den Tisch hat fallen lassen, den Missständen, die ich angezeigt hatte, nicht nachgegangen ist und die Anzeige gegen Unbekannt umgeschrieben hat. Römisch 1. Wieso wechseln Sie permanent das Aktenzeichen? Was hat Ihnen an dem Alten denn nicht gefallen? Römisch 2. Sie schreiben, dass mir am 26.07.2022 mitgeteilt wurde, dass kein strafrechtlich relevantes Handeln oder Unterlassen einer bestimmten Person zu entnehmen ist. Dazu lege ich Widerspruch ein. Einige der Gründe habe ich oben dargelegt. Wenn Sie weiteres wünschen, fragen Sie doch einfach bei mir nach. Herr Staatsanwalt E. hat also keine Nachforschung angestellt. Er hat nicht mit mir telefoniert oder mich zum Gespräch eingeladen.
Er hat sich nicht meine Schwester angeschaut, also kann er kaum zu einem kompetenten Urteil im Juli 22 gekommen sein. Römisch 3. Sie schreiben, Sie haben die Akte durchgesehen und konnten kein strafrechtliches Verhalten von Amtsanwalt E. oder anderen Personen feststellen? Ach, das Umschreiben von Beschuldigten in Anzeige gegen Unbekannt, um einen Lokalpolitiker zu schützen, ist also normal in Frankfurt und strafrechtlich nicht relevant, wenn man damit verhindern kann, dass die Presse auf ein größeres Unrecht stößt wie den AWO-Skandal? Beim AWO-Skandal starben keine Menschen. Ihnen liegt ein ganzer Aktenschrank mit meinen Mails, Fotos und Videos vor. Das weiß ich, weil die Staatsanwaltschaft mir das bestätigt hat. Und Sie konnten nichts finden? Römisch 4. Sie schreiben, nach Durchsicht der Unterlagen ist Amtsanwalt E. zu der Entscheidung gekommen, dass kein Anfangsverdacht vorliegt. Diese Entscheidung ist nach Durchsicht der Akte und Ihrer Meinung auch rechtsfehlerfrei ergangen. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie sich der Rechtsbeugung strafbar machen, wenn Sie helfen, die Fehler von anderen zu decken? Sie gehen mit keinem Wort darauf ein, dass der Kollege Freund, Fragezeichen, eine Umschreibung meiner Anzeige getätigt hat. Ich erwarte und bestehe darauf, dass hier endlich richtig geurteilt wird und meiner Schwester geholfen wird. Sie gehören zu einer kleinen Clique von Richtern, Staatsanwälten, die dieser armen Frau jegliche Hilfe verweigern und Täter unterstützen, die Profite mit Obdachlosen in Frankfurt in Millionenhöhe generieren, während die Opfer elendigst versterben. Da dies in Frankfurt nicht möglich ist, wie ich der heutigen Presse entnehme, gibt es ja bereits in einem anderen Fall ein Korruptionsverfahren, werde ich dieses Schreiben und das vom Kollegen Dr. W. an den Generalbundesanwalt zur Information weiterleiten, sowie an die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die sich ja bestens mit den Missständen in Frankfurt auskennt. So sieht's aus.